Jo Leute, ich bin wieder da. Nicht wundern, ich lebe noch. Ich war die letzten Tage nur krank, hatte keine Stimme und ja, es war nicht schön. Aber jetzt bin ich wieder da. Die Releases stehen kurz vor der Tür, aber irgendwie hat trotzdem schon jeder das Spiel gespielt. Aber egal, heute werde ich euch zeigen, wo und wie man Rotom in dem Spiel fängt. Und zwar ganz normal wie in Diamant und Perl, erst nach der Pokémon-Liga, nach Eintritt in der Ruhmeshalle, findet man Rotom zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens im Fernseher in der alten Villa. Aber es gibt einen besonderen Unterschied zu den originalen Editionen, und zwar hat man Zugriff auf den Rotom-Raum, den man eigentlich erst in Platin mittels Event finden konnte. Und zwar, nachdem man Rotom hier gefangen hat, ja, einmal hier mit dem Flottball, schon ist es drin. By the way, immer noch die legendäre Pokémon-Musik wie in Diamant und Perl, obwohl Rotom kein legendäres Pokémon ist. Also ich glaube, Ilka hat wirklich irgendwie so gut wie alles übernommen. Ich sag nur Ignaz und Volkners Team, aber ja, es gibt ja Rematches, alles cool. Ja, auf jeden Fall, nachdem man Rotom gefangen hat, oh, da ist ja was auf dem Boden, Secret Key, ja, nicht wundern, dass ich das Spiel auf Englisch spiele. Das habe ich für meinen Gameplay-Kanal aufgenommen. Und ja, dann gehen wir mal weiter vor. Und zwar gehen wir nach ewig genau in das Team Galactic Gebäude. Wenn wir nun reingehen und komplett nach links, nach oben in die Ecke gehen, dann öffnet sich auf einmal ein Raum mit dem Secret Key, also mit dem Fragezeichenöffner. Und ja, wir haben Zugriff auf die verschiedenen Rotom-Formen. Und zwar haben wir hier den Backofen, den Ventilator, den Kühlschrank, die Waschmaschine und den Rasenmäher. Und ja, wir sehen jetzt hier gerade, wie ich erstmal den Backofen hier auswähle. Und nachdem man eine Rotom-Form gewählt hat, bekommt man den Rotom-Katalog und Professor Eibe betritt den Raum. Das ist auch eine Änderung auf jeden Fall. Ja, dann erzählt euch Professor Eibe hier noch ein paar Sachen. Genau. Aber ansonsten, ja, Rotom fängt man ganz normal wie in Diamant und Perl in der alten Villa, nach der Pokémon-Liga zwischen 20 Uhr und 4 Uhr morgens. Und nachdem man Rotom gefangen hat, bekommt man den Secret Key und hat Zugriff auf den Rotom-Raum, mit dem man die Formen beliebig wechseln kann. Denn mit Hilfe des Kataloges müsst ihr nicht immer in den Raum zurück. Ihr müsst halt erstmal alle Gegenstände hier einsammeln. Also Rotom muss sich einmal in jeden Gegenstand hier verwandeln. Und mit Hilfe des Rotom-Katalogs habt ihr dann diese Gegenstände immer bei euch und könnt unterwegs die Rotom-Form ändern. Ja, das dürfte es auch mal wieder gewesen sein. Und Leute, ich habe hier nochmal hier kleine Codes für euch eingeblendet. Ja, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen spät zu Release. Aber ich habe euch hier nochmal einen Code für einen Shiny Zacian und für einen Shiny Zamazenta. Also denkt dran, wer schnell genug ist, wer zuerst kommt, mal zuerst. Denkt aber daran, das Shiny Zacian ist für Pokémon Schild und das Shiny Zamazenta für Pokémon Schwert. Also wenn ihr Schwert habt, dann bekommt ihr Zamazenta. Wenn ihr Schild habt, bekommt ihr Zacian. Außerdem habe ich hier noch einen Code für Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle. Und zwar, wenn ihr diesen einlöst, bekommt ihr 12 Flottbälle geschenkt. Aber ja, wer zuerst kommt, malt zuerst, also beeilt euch. Das dürfte es auf jeden Fall auch wieder gewesen sein, Leute. Schreibt mir by the way mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht Bock auf einen Nuzlocke hättet zu dem Spiel. Also, ich habe das Spiel halt schon mal komplett durchgespielt, ich habe schon seit ein paar Tagen. Aber, ja, so mit einer Nuzlocke wäre nicht schlecht auf jeden Fall. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und dann hört man sich auf jeden Fall demnächst wieder. Also bis dann, Leute, und ciao.